Herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu Angespielt im Freispiel. Und herzlich willkommen zurück zu Das sind die Neuheiten 2020, oder die Herbstneuheiten. Wir haben hier was von Alea-Spiele, Autor Stefan Feld. Und wer mich kennt, weiß, das gucke ich mir näher an, weil ich grundlegend ein großer Stefan Feld-Fan bin. The Castles of Tuscany. Wer Stefan Feld-Spiele oder auch grundsätzlich Alea-Spiele kennt, der mag sich erinnert fühlen, schon vom Titel her, an die Burgen von Burgund, The Castles of Burgundy. Und das nicht ganz zu Unrecht, wie ihr jetzt hier im Video sehen werdet. Ich werde kurz drüber sprechen und euch dann im Detail das Spiel erklären, um dann ganz zum Schluss zum Fazit zu kommen. Wie gesagt, ist von Stefan Feld, ist bei Alea erschienen und erinnert in der Tat nicht nur vom Titel, sondern auch vom Spielablauf her sehr an die Burgen von Burgund. Nämlich geht es darum, dass jeder Spieler mit 6 Eckplättchen verschiedener Farbe, die unterschiedliche Arten von Landschaften, Städten und so weiter darstellen, sein eigenes privates Fürstentum, in diesem Fall in der Toskana, ausbaut. Bei Alea heißt es ja immer, boah, so billiges Material. Könnte man auch mal ein Video drüber machen, weil tatsächlich ist das Material meistens nicht billig, sondern das Material ist so, dass man den Preis halten kann und das Spiel nicht zu teuer wird. Hier ist alles ein bisschen hochwertiger, als man das von Alea kennt. Ja, die Plättchen sind nur einseitig bedruckt und auf der Rückseite ist nur ein Muster und so weiter. Aber das ist alles hochwertiges Material, stabile Kartonteile, vernünftige Spielkarten, ein paar Holzgeschichten sind dabei. Und was wir mit denen machen, das will ich euch hier jetzt in dem Video erzählen. Jeder Spieler erhält zu Spielbeginn 22 Sechseckplättchen mit verschiedenen Landschaften drauf, die auf der Rückseite in der Spielerfarbe markiert sind. Tatsächlich stimmt das nicht, es sind 21, denn das 22. ist doppelseitig bedruckt. Das ist einfach eine Burg, wie ihr sie aus Burgen von Burgund kennt. Und jeder Spieler erhält 3 Spielplanteile, A, B und C, aus denen er sich wie auch immer er oder sie möchte, das Fürstentum, das es dann auszubauen gilt, zusammensetzen kann. Ganz zu Beginn legen wir die Burg auf eines der dunkelgrünen Burgfelder und damit ist der Beginn gemacht, unser eigenes Fürstentum auszubauen. Wer am Zug ist, hat eine von 3 verschiedenen Zugmöglichkeiten. Die simpelste Variante ist es, einfach 2 Karten vom Nachziehstapel zu ziehen. Die Karten zeigen auf der Vorderseite eine Spielfarbe bzw. das Bild einer Landschaft, auch das Symbol einer Landschaft. Also es ist tatsächlich auch mit Menschen, die zum Beispiel farbenblind sind, problemlos spielbar, weil das in Bild, Farbe und Symbol alles dargestellt ist, sodass man damit arbeiten kann. So, das war Aktionsmöglichkeit 1. Ich ziehe 2 Karten. Aktionsmöglichkeit 2 ist, ich nehme aus der offenen Auslage von dauerhaft 8 neutralen Spielplättchen eines und lege das auf mein privates Spielertableau. Dort hat jeder Spieler, jede Spielerin ein Ablagefeld für ein 6-Eckplättchen. Diese lassen sich erweitern durch sogenannte Bonusplättchen. Läge das so, könnte ich bis zu 3 verschiedene Plättchen hier lagern. Nehme ich von hier ein Plättchen und lege es in meine Zwischenspeicherauslage, nämlich von meinem linksten noch verfügbaren Stapel, privaten Stapel, das oberste Plättchen und lege es in die Auslage, sodass es für die anderen Spieler zur Verfügung steht. Die dritte Aktionsmöglichkeit wäre es, aus der privaten Auslage ein Plättchen in sein Fürstentum zu legen. Das hier könnte ich jetzt nicht legen und das hat folgende Bewandtnis. Die Plättchen haben unterschiedliche Farben. Es gibt die gelben, die grünen, die orangen, die roten, die grauen und dann die hier mit den Wegen drauf. Und ich muss das farblich passend dorthin legen. Habe ich hier ein rotes Plättchen, hier ein rotes Feld, das ich bebauen kann, dann kann ich 2 rote Karten abgeben, um das rote Plättchen dort anzulegen. Ihr seht, ich besitze keine 2 roten Karten, dennoch kann ich das machen, nämlich darf man jede geforderte Karte immer durch 2 gleichfarbige andere Karten ersetzen.
Das heißt, ich könnte das so bezahlen, dann habe ich zwei gelbe und eine rote bezahlt für das rote Plättchen. Ich könnte sogar so weit gehen und alles komplett ersetzen. Zwei gelbe, zwei grüne, das sind vier Karten, die zählen die zwei rote. Und ich darf mir das rote Plättchen, was eine Stadt darstellt, in mein Fürstentum legen. Das Auslegen der Plättchen löst immer eine Art von Aktion aus. Im Fall der roten, der Stadtplättchen, das ist hier auf unserer Spielerübersicht auch noch einmal erklärt, darf ich mir sofort eines dieser Bonusplättchen nehmen und an mein privates Tableau anlegen. Was es mit diesem Bonusplättchen auf sich hat, dazu komme ich im weiteren Verlauf. Das wäre das rote. Das gelbe Plättchen, das erlaubt mir sofort drei Karten nachzuziehen, ohne die Aktion Kartenziehen auszuführen. Die grünen Plättchen, das sind landwirtschaftsbetriebe, die haben da unterschiedliche Arten der Landwirtschaft drauf. Habt ihr gerade gesehen, hier zum Beispiel so ein Weizenfeld, hier hätten wir jetzt so Weinreben. Und wenn ich ein grünes Plättchen lege, meine Karten bezahlt habe, das Plättchen hinlege, bekomme ich einen Punkt für jede Art der Landwirtschaft, die auf dem Plättchen abgebildet ist, die bisher nicht in diesem Gebiet liegt. In diesem Fall bekäme ich einen Siegpunkt. Lege ich das hinzu, bekomme ich erneut einen Siegpunkt. Lege ich ein zweites Weizenfeld, dann gehe ich halt leer aus. Das sind die grünen, rot hatten wir, gelb hatten wir, grau. Die grauen Plättchen, das sind Steinbrüche. In diesen Steinbrüchen, klar, ist ja in der Toskana und spätestens seit die Paläste von Carrara, wisst ihr das alle, in der Toskana wird viel Marmor abgebaut. Und wenn ich einen Steinbruch in mein Fürstentum lege, kommt dort ein Marmormarker drauf, das ist eines der Holzteile aus dem Spiel, die ich später für Bonusaktionen ausgeben kann. Und da kommen wir jetzt auch schon zu den Bonusplättchen, nämlich bekomme ich in diesem Fall, seht ihr hier, einen Steinbruch gebaut, bekomme ich ein Marmor, das ist hier abgebildet, habe ich hier ein Marmor-Bonusplättchen, erhalte ich direkt zwei Marmor. Ähnlich verhält es sich hier mit dem Kartenplättchen, da darf ich einfach mehr Karten ziehen, wenn ich die Aktion Karten ziehen mache. Und das Arbeiterplättchen bedeutet, dass ich, wenn ich ein Dorf errichte, nicht nur einen Arbeiter in jenes Dorf stelle, wie man das üblicherweise tut, sondern einen Arbeiter für das Dorf und einen für jedes weitere Arbeiterbonusplättchen, das ich zur Verfügung habe. Jetzt fehlen uns nur noch zwei Dinge. Das eine sind diese Gutshäuser, das sind die türkisen Plättchen. Tun wir mal so, als dürfte ich das da hinlegen, denn ich darf nicht frei in meinem Fürstentum agieren. Ich darf immer nur benachbarte zu schon liegenden Plättchen etwas hinlegen. Dann erhalte ich sofort eins dieser türkisen Wasserplättchen, die ich auf meinem Tableau ablege. Und das kann ich später im Verlauf der Partie auf meinen Spielplan bringen und als eine für jede beliebige Landschaft nutzen. Ich könnte zum Beispiel sagen, dies sei nun ein gelbes Kloster, würde dafür zwei gelbe Karten bezahlen müssen und würde aber auch die Klosteraktion ausführen, nämlich drei Karten nachzuziehen. Genauso verhält es sich, wenn ich das als irgendetwas anderes benutzen würde. Das ist quasi ein Bonus. Und dann fehlt uns noch das Fuhrwerk. Diese Fuhrwerke, die kommen auf den sumpfigen Plättchen zu liegen. Ne? Seht ihr, das ist irgendwie so eine grüne Landschaft. Da gehen Wege durch, da ist ein Fuhrwerk drauf. Immer wenn ich ein Fuhrwerkplättchen lege, dann bekomme ich den Ertrag, den mir eine gezogene Fuhrwerkkarte anzeigt. In diesem Fall bekäme ich sofort ein Marmor. Auch hier gibt es Bonusplättchen, je mehr ich davon habe. Jedes Mal, wenn ich ein Fuhrwerk errichte, bekomme ich so viele Karten, wie mein eigenes privates Tableau anzeigt. Also in diesem Falle 2, in diesem Falle 3. Dann kommen wir zur Burg. Die funktioniert genauso wie in Burgen von Burgund. Wenn ich die hinlege, bekomme ich sofort eine beliebige Bonusaktion, die ich dann ausführen kann. Dazu, auch das bekannt aus Burgen von Burgund, immer dann, wenn man Farbfelder abschließt, komplett, also in diesem Fall hier zum Beispiel, zwei grüne Plättchen darauf abgelegt bekommt, dann bekommt man sofort Siegpunkte dafür. Und zwar, je nachdem, wie groß das Gebiet ist. Es ist ein einzelnes Gebiet, wie im Fall zum Beispiel der Burgen, dann gibt es einen Siegpunkt, bei zwei Plättchen drei Siegpunkte, bei drei
Plättchen 6 Siegpunkte. Die halten wir jetzt hier mal fest. Ich habe irgendwoher meine 6 Siegpunkte bekommen. Und da kommen wir dann hier zu der Siegpunktscheibe. Und die ist zweigeteilt. Es gibt grüne und es gibt rote Siegpunkte. In den meisten Fällen gibt es grüne Siegpunkte, wie zum Beispiel, wenn ich Farbgebiete abschließe. Irgendwie wandern wir hier auf den grünen Siegpunkten, erhalten die. Und dann haben wir aber die roten. Wo kommen denn die her? Immer dann, wenn ein beliebiger Spieler, eine beliebige Spielerin das erste, zweite oder dritte Feld mit den Nachfüllplättchen über das Plättchen nehmen und ersetzen durch eigene geleert hat, wird eine Zwischenwertung ausgelöst. Die Runde wird zu Ende gespielt und dann gibt es Siegpunkte auf der roten Leiste, die nachher das Spiel, den Spielsieg definiert. Nämlich bekommt nun jeder Spieler so viele Punkte in Rot, wie er in Grün bereits besitzt. Das wäre jetzt für den grünen Spieler 11 Punkte, für mich, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe, 23 Siegpunkte. Ja, sobald das dann abgehandelt wurde, spielen wir weiter. Es gibt dann hier noch Wettrennenplättchen, ja, die sind einfach, wenn man den gesamten Farbbereich gefüllt hat, also in diesem Fall alle orangen Felder belegt hat, dann bekommt man 3 Siegpunkte, also derjenige oder diejenige, die das zuerst geschafft hat, dann wird das Plättchen umgedreht, die Zweitplatzierte bekommt noch einen Siegpunkt und dann kommt es aus dem Spiel raus. Auch das wieder sind grüne Siegpunkte. Das machen wir 2-3 Mal und dann ist das Spielende erreicht. Ihr seht schon, die 11 Punkte, die der grüne Spieler ganz am Anfang gemacht hat, die wird er 3-mal im Verlauf der Partie bekommen. Im Verlauf der zweiten Runde wird er natürlich mehr Punkte sammeln und entsprechend dann auf der roten Leiste weiterlaufen. Und wer am Ende am meisten rote Siegpunkte erreicht hat, hat gewonnen. So, was hat es jetzt noch mit dem Marmor und den Arbeitern auf sich? Marmor, den ich zur Verfügung habe, den kann ich jederzeit nach meinem Zug ausgeben, um einen weiteren Zug zu tun und damit eine der drei Aktionen Karten nachziehen, Plättchen nehmen oder Plättchen legen auszuführen. Arbeiter, die ich zur Verfügung habe, kann ich in den Vorrat zurückgeben, um Karten zu ersetzen. Habe ich ja vorhin erklärt, man braucht 2 Karten der gleichen Farbe oder 2 gleichfarbige beliebige Karten, um was errichten zu können. Ich will das Kloster hier errichten, das könnte ich so bezahlen. Jeder Arbeiter, den ich dafür abgebe, ersetzt mir eine der geforderten Karten. So kann man da ein bisschen sein Kartenglück manipulieren, indem man die Arbeiter ausgibt, um Karten zu ersetzen. Das war The Castles of Tuscany im Schnelldurchlauf. Kommen wir dazu, wie ich das finde oder wie wir das finden. Wir haben bisher nur 2 Partien gespielt, deswegen nehmt es with a grain of salt. Ich persönlich muss sagen, genial. Großartiges Spiel. Wir haben ein bisschen das Gefühl, dass die Möglichkeit, mehr Karten nachziehen zu können beim Nachziehen, sehr, sehr wichtig ist. Und es ist ein bisschen schade. Aber da werden weitere Partien zeigen, ob das wirklich der Fall ist. Aber natürlich ist, wenn ich mein alles, was ich baue, mit Karten bezahlen muss und jedes Mal, wenn ich nachziehe, ich mehr Karten nachziehen kann, erhöhe ich meine Chance auf gleichfarbige Karten und habe generell mehr zur Auswahl. Das erschien uns dann so stark, dass niemand bislang darauf verzichtet hat, sich dieses Bonusplättchen über den Bau von Städten zu ergattern. Genau, tatsächlich finde ich, es ist Burgen von Burgund für zwischendurch. Ich liebe die Burgen von Burgund, das ist für mich der beste Stefan Feld. Da haben natürlich andere Leute andere Präferenzen. Ja, Trajan ist bei mir auch relativ weit hoch. Viele Leute lieben Aquasphere, das mir zum Beispiel gar nicht gefallen hat. Aber wir wissen alle, Stefan Feld macht tolle, komplexe Spiele. Und The Castles of Tuscany macht auf eine Art genau dasselbe, was die Burgen von Burgund macht, aber spielbar in einer Dreiviertelstunde ungefähr. Also das ist, ich würde tatsächlich das hier nicht spielen, wenn ich die Möglichkeit habe, Burgen von Burgund zu spielen, aber wie häufig weiß man, man hat jetzt nicht 2-2,5 Stunden Zeit, was zu spielen. Und dann füllt The Castles of Tuscany für mich dann richtig große Lücke, nämlich ein komplexes, in sich sehr verzahntes Aufbaustrategiespiel, dass ich in relativ kurzer Zeit spielen kann. Absolute Empfehlung unsererseits.
Und genau, für die Burgen von Burgund-Fans, alles, was Bubu hat, steckt hier mit drin. Wir haben dieses Wettrennen auf die Farbfelder am Laufen. Wir haben dieses Ding am Laufen, dass man die einzelnen Farbflächen auch gefüllt bekommen will für Punkte. Das wiederum ein bisschen definiert, wie ich dann im weiteren Spielverlauf mein Spiel aufbaue. Die direkte Punktejagd über Bubu die Tiere, hier die Landwirtschaft generell. Wir sind nicht komplett dem Glück ausgeliefert. Ja, bei Bubu würfeln wir Würfel, hier ziehen wir Karten. Aber diese Karten lassen sich manipulieren darüber, dass ich Dörfer baue und somit an Arbeiter rankomme und dadurch eben die Möglichkeit habe, Karten durch was anderes zu ersetzen. Einfach rund. Grundsätzlich die Produktionsqualität ist toll. Ja, das Material, das ist ja, richtig hochwertig. Grafisch muss das nicht jedem liegen. Mich stört es nicht. Andere werden sagen, ach, das könnte aber doch auch irgendwie schöner aussehen. Okay. Wie so ein Michael Menzel illustriertes Spiel oder so. Ich brauche das nicht. Manche brauchen das und das ist auch in Ordnung. Mir reicht das so völlig aus. Und was ich wirklich genial finde, ist diese Siegpunktscheibe, dass wir da zwei verschiedene Bereiche von Siegpunkten haben. Die meisten Punkte, die wir im Verlauf der Partie bekommen, sind grüne Siegpunkte. Das gibt zum Beispiel hier genau. Es gibt hier so Karten mit den Fuhrwerken, die auch direkt rote Siegpunkte ausschütten. Die sind gar nicht mal so beliebt, weil eben je nachdem, wann ich grüne Siegpunkte mache, bekomme ich die ja mehrfach. Also jeder Punkt, den ich in Runde 1 mache, den bekomme ich dreimal. Also 5 Punkte in Runde 1 sind tatsächlich 15 Siegpunkte. Je weiter hinten raus ich die Punkte mache, desto weniger ist der einzelne Punkt wert. Genau, man muss das sehr gut miteinander verzahnen, was man da in seinem privaten Fürstentum so macht. Ja, und da ist eben auch das Schöne, das ist nicht vorgegeben, sondern jeder Spieler bekommt einfach ein A, ein B, ein C-Plättchen und kann daraus sein Fürstentum bauen, wie er oder sie es denn möchte und glaubt, dass das erfolgversprechend ist. Es ist hochgradig variabel, es ist sehr, sehr tiefgreifend, es ist komplex und ist trotzdem schnell gespielt. Toller Titel. Oh, das hat mir auch gut gefallen, dass man hier, wie gesagt, man bedient sich ja immer aus einer gemeinsamen Auslage. Da nehme ich was, aber diese Auslage, sobald jemand da was rausgenommen hat, das sind immer 8 Stück, ich nehme da was raus und dafür muss ich von meinen Plättchen da was reinlegen. Ja, das heißt, ich weiß zwar nicht, was ich bekomme, aber jeder Spieler hat die gleichen Plättchen, oder was ich nachlege, aber jeder Spieler hat die gleichen Plättchen in gleicher Anzahl. Und das heißt, man kann sich darauf verlassen, dass bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten schon nachkommen werden. Sollte da nur unattraktives Zeug rumliegen, und was unattraktiv ist, das ist von Partie zu Partie und von Fürstentum zu Fürstentum unterschiedlich, dann passiert Folgendes, da gibt es einen Aufräummechanismus, nämlich wenn, jetzt habe ich hier keine Landwirtschaft mehr, sobald 5 gleichfarbige Plättchen hier liegen, werden diese 5 entfernt und von dem neutralen Stapel nachgefüllt, sodass dann da neue Varianz in der Auslage ist, weil offenbar jetzt ja über mehrere Runden die Auslage niemandem gefallen hat. Genau, Castles of Tuscany, richtig starkes Spiel, das wir sicherlich noch häufig auf dem Tisch haben werden. Probiert das ruhig mal aus. Wenn ihr mehr Zeit habt, spielt ruhig von Burgund, weil wie gesagt, das ist sehr nah beieinander und dann aber doch unterschiedlich genug, dass es sich lohnt, beide im Regal stehen zu haben. Wir werden euch noch weitere Messerneuheiten 2020 präsentieren. Grundsätzlich, wenn ihr bestimmte Sachen präsentiert haben wollt, schreibt uns das unten in die Kommentare rein. Lasst uns ein Abonnement da, dann werdet ihr informiert, sobald wir was Neues hochgeladen haben. Und bis dahin, habt einfach Spaß mit Spielen. Ciao!